Yay, willkommen bei Jugendhackt in Berlin 2021. Hallo. Hallo. Applaus bitte. Genau, wir sind total glücklich, dass so viele von euch in Präsenz irgendwie dabei sind. Und es ist zwar ein bisschen schade, dass es auch Leute gibt, die von zu Hause zugucken müssen, aber es ist natürlich trotzdem total cool, dass ihr die Möglichkeit habt, eure Projekte zu zeigen, die das Wochenende über entstanden sind. Und ich glaube, bei einem Jugendhackt, wo ich dabei war, gab es noch nie so viele Projekte für so viele Teilnehmer. Also ich glaube, wir haben 10 Projekte und um die 45 Teilnehmer. Also genau, es gibt viele verschiedene Sachen, die wir uns jetzt nacheinander angucken werden. Genau, während wir hier reden, baut jetzt die erste Gruppe übrigens schon auf, weil das unsere Übergangsmoderation ist, bis die erste Gruppe fertig aufgebaut hat. Wir haben nämlich diesmal nicht den langweiligen Teil am Anfang gepackt, sondern packen euch die ganzen Infos zu Jugendhackt und was alles noch so bei uns passiert zwischen die ganzen 10 Vorträge, die ihr jetzt hört. Jugendhackt ist ein Programm von der Open Knowledge Foundation Deutschland e.V. und Mediale Pfade, Verein für Medienbildung e.V. und wir sind jetzt im 8. Jahr dabei, hatten eine unfreiwillige Eventpause, war es nicht wirklich. Wir haben uns nur halt nicht live sehen können wegen Corona. 577 Tage habe ich ausrechnen lassen. Zwischen 79, glaube ich. Ja, genau. 579 Tage jetzt und zwischendurch ist auch was passiert. Das erzählen wir euch zwischendurch noch in unserer Alpaka World und online. Und genau, bevor es losgeht, würden wir aber gerne ganz vielen Leuten Danke sagen. Jugendhackt in Berlin wäre nichts ohne. Wir lesen einfach mal eure ganzen Namen vor, damit ihr euch auch wirklich geehrt fühlt. Das sind Malte, Yuki, Basti, Abraham, Edgar, Yannick, Paulo, Blinri, Jens, Elisabeth, Hanno, Karl, Liam, Max, Michael, Stefanie, Annika, Jana, Frey, Thies, Jörg, Fiona, Wetter, Danimo, Claudio, Ben, Benjamin, Nils, Robert, Laura, Mechthild, Sonja, Lennart, Nina, Philipp, Liv, Felix, Ivan, Leo, Lea, Rachel, Anne, Dave, Josef, Betül, Chong, Robert, Sandra, Jonas, Daniel, Grazina, Stefan, Evelyn und Stefanie. Dankeschön. All diese Menschen haben viel Zeit reingesteckt und viel Mühe und vielen, vielen Dank, dass ihr das tut für Jugendhackt. Wir müssen und wollen auch noch danken unseren Unterstützerinnen und Partnerinnen. Das ist einmal Adesso Insurance Solution, die mit ihrer finanziellen Unterstützung als unser Hauptsponsor dieses Jahr überhaupt möglich gemacht haben, dass wir hier alles zusammenkommen, weil das ja auch nicht umsonst ist. 3 Tage hier mit so vielen Leuten, mit Catering, mit Ort, mit allem und vielen, vielen Dank an Adesso. Denn auch noch vielen, vielen Dank an die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe der Landesregierung von Berlin für den Support dieses Events dieses Jahr. Und wir bedanken uns sehr, sehr herzlich beim Tüchtig, Raum für Inklusion. Das ist die Location, in der wir hier sind, in Wedding in Berlin, für ja, die tolle Location, in der wir das Event machen können. Und vielen, vielen Dank auch nochmal an den X-Hain Hack & Makespace, der hier unseren kleinen Making Space vor Ort unterstützt hat und der auch gleich später in der Präsentation nochmal vorkommen wird. Vielen, vielen Dank dafür. Und wie immer, vielen, vielen Dank an den Chaos Computer Club, der uns auf vielfältige Weise wie immer unterstützt. Vielen Dank. Genau, wir fangen auch schon gleich mit dem ersten Projekt an. Genau, die Gruppe Fake ID Sharing hat sich im Themenraum Netzpolitik und Überwachung angefangen und wir haben ein bisschen gebrainstormt und als erstes waren sich alle nicht so ganz sicher, was ist denn überhaupt Netzpolitik und was stört mich überhaupt daran? Und dann ziemlich schnell ist die Gruppe dazu gekommen, dass das eigentliche Problem ist, dass immer man so viele Daten angeben muss und dass man vielleicht diese Daten gar nicht so gerne angeben möchte. Und die Gruppe hat sich dazu eine sehr gute Idee ausgedacht. Eure Bühne. Ja. Ja, hallo, also wir stellen euch unser Projekt vor, Fake ID Sharing und Chris fängt an. Hallo. Also das Problem, das wir mit unserem Projekt lösen wollten, ist, dass die Anonymität im Netz immer mehr nachlässt. Firmen sammeln große Datenmengen und die Daten, die sie sammeln, sind auch meistens privat und sollten nicht in Firmenhände übergeben werden. Also, dieses Projekt wird erstmal eine Browsererweiterung, sprich für Firefox, Chrome etc. und es erstellt fiktive Datensätze mit Namen, E-Mail, was man halt denken kann und mehrere Leute können diese Datensätze dann benutzen und können so gesagt im Netz diese Daten angeben, um auch Datenmüll zu erzeugen. Kommen wir zur technischen Umsetzung. Wir haben eine Browsererweiterung gemacht. Aktuell ist es für Chrome, haben wir das entwickelt. Genau, wir haben HTML, CSS und JavaScript dafür verwendet. Und als Backend haben wir Python benutzt mit dem Package Flask. Und als Datenbank haben wir SQLite genommen. Genau, jetzt haben wir einmal eine Live-Demo für euch. Also wir sind jetzt hier im Chrome-Browser. Aber warum? Ja, wie geht das hier? Das ist bei denen der Fehler. Mach du. Sonst gehe ich weiter Richtung... welche offene Punkte wir noch haben. Uns ist aufgefallen, dass wir ein paar Sicherheitsprobleme haben, wie zum Beispiel SQL-Injection. Und dazu wollten wir auch noch, dass wir die E-Mail-Adressen, die man auch abrufen kann, nur von dem einen Nutzer auch zurückbekommt bei der Website, wo er sich auch angemeldet hat. Also das war unser Projekt. Wir haben irgendwie technische Probleme, weil wir die Demo nicht machen können. Ich weiß nicht, warum das nicht übertragen wird, aber auf jeden Fall unser Projektcode, der ist auf GitHub hochgeladen. Genau, und da könnt ihr ihn euch anschauen. Ja, wollen wir das mal eben schauen, ob das noch geht? Wir haben keinen. Könnt ihr das Kabel noch mal reinmachen? Wir haben es nicht. Ja. Vielleicht schaffen wir das noch mit der Live-Demo hier. Ja, jetzt müsste es gehen. Ja. Okay. Es sieht ja doch so aus, als würde es noch eine Live-Demo geben. Genau. Wir sind jetzt hier im Chrome-Browser. Und hier oben können wir jetzt die Erweiterung öffnen. Da sehen wir jetzt hier schon unser Logo. Oh, der Server läuft nicht. Der Server läuft gerade nicht. Okay. Rechner. Okay, also normalerweise ist, wenn man... Okay. Einfach so. Zeig einfach, das ist normal. Dann haben wir halt keine Echtzeitdaten. Also hier sieht man das Add-on, wenn man draufklickt. Man kann sich einloggen und registrieren, aber da macht der Luke jetzt weiter. Ja, genau. Hier könnte man sich jetzt registrieren, wenn unser Server funktionieren würde. Gerade tut er das leider nicht. Man kann aber die Seite sehen, die sieht genauso aus wie die Login-Seite. Da denkt man sich dann einen Username und ein Passwort aus. Das wird dann gespeichert. Dann kann man wieder zurückgehen und sich hier anmelden. Das wird jetzt nicht funktionieren. Genau. Genau, dann würde man aber eigentlich ein ähnliches Fenster sehen wie hier oben, wo dann jetzt hier die Platzhalter drin stehen. Da würde dann ein generierter Name stehen, ein generiertes Geburtsdatum, ein Geschlecht, eine Adresse, eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer. Die Daten sind übrigens nicht echt, also die funktionieren nicht wirklich. Das ist keine echte Telefonnummer, die man dann von irgendeiner anderen Person angibt und auch keine echte Adresse. Auf die E-Mail-Adresse kann man sogar auch zugreifen, also man kann sogar die E-Mails empfangen, die da ankommen. Das funktioniert über eine Software vom CCC war das, glaube ich, auch. Ja, das war's. Vielen Dank, Fake ID Sharing, vielen Dank, tolles Projekt. Ja, während jetzt die nächste Gruppe aufbaut, wollten wir nochmal Zahlen, Daten, Fakten liefern zu Jugendhackt in Berlin. Ich lese auch einfach mal vor, damit es auch alle hören können. Wir hatten 45 TeilnehmerInnen, wir haben, ich glaube, ich habe mich nicht verzählt, hoffentlich 21 MentorInnen, weitere 12 HelferInnen, da habe ich jetzt einfach mal alle zusammengezählt, die hinter den Kulissen hier dafür gesorgt haben, dass es läuft. Und bei uns in den Vereinen in Berlin 11 Leute, die im Orga-Team das jetzt auch länger vorbereitet haben und ich glaube auch oft nicht gut geschlafen haben die letzte Woche, weil einfach so viel zu tun war. Genau, weiter ging es dann mit 4 SpeakerInnen. Genau, das waren ja ganz verschiedene Menschen, die auch schon letzte Woche teilweise angefangen haben bei uns am ersten Vortreffen. 9 Lightning Talks, die es gestern gab. Das ist so ein Format, wo TeilnehmerInnen und MentorInnen so kleine 10-Minuten Vorträge halten und das ist immer total interessant. Das ist immer schön zu sehen, wofür sich Leute interessieren. Gab es 150 Flaschen Mate, vielleicht noch ein paar. Die Dunkelziffer liegt ein bisschen höher bei den MentorInnen, würde ich sagen. 270 negative Corona-Tests und 10 entstandene Projekte. Genau, das mit den Tests haben wir nochmal draufgeschrieben. Ist auch ein Richtwert, einfach alle 3 Tage lang, weil wir hier natürlich alles das auch nur machen konnten mit einem richtig guten Hygienekonzept. Und wir sind jetzt auch in einer seltenen Situation, wo wir hier mal die Masken abhaben, um das euch zu präsentieren. Und ich glaube, das ist halt, ja, ist gut, dass es endlich geklappt hat, dass wir jetzt endlich wieder ein Event in Präsenz machen konnten, auch dank dieser ganzen Tests. Genau. Gut, ich sehe, hier baut gerade die Gruppe neben uns auf. Das handelt sich um Quizzies. Genau, die Quizzies mit ihrem Projekt Wie viel Verschwörung steckt in dir, sind eine ganz besondere Gruppe. Die haben schon am Anfang, Freitagabend gibt es immer so einen kleinen Pitch, wo die Gruppe erzählt, was sie machen wollen. Und da habt ihr schon eigentlich, glaube ich, alle von eurer Idee überzeugt und alle waren ganz überzeugt, dass es ein total wichtiges Projekt ist. Und ich glaube, was euch jetzt so besonders macht, ist, dass ihr ein Maskottchen habt. Gandalf der Bunte wurde das Alpaka getauft und hat sogar auch einen Instagram-Channel. Vielleicht erzählt ihr dazu ja noch mehr. Aber ich glaube, das ist das, was uns allen noch im Kopf geblieben ist, dass ihr die coole Gruppe mit Gandalf dem Bunten seid. Genau, und jetzt könnt ihr mal ein bisschen mehr über euer Projekt und über euer Maskottchen vielleicht reden. Ja, super, es klappt. Hi erstmal. Also, wir haben uns überlegt, es gibt sehr viele Fake News zu Themen wie erneuerbare Energien, zu verschiedenen Energiequellen oder Energieumwandlungsprozessen und darüber wollten wir ein bisschen aufklären und vielleicht geht das in so einer Art von einem Quiz am besten und naja, deshalb haben wir uns überlegt, machen wir einen Quiz. Wir alle 3 sind hierher gekommen als Anfänger und haben in den paar Tagen, die wir hier waren, gelernt, wie man programmiert mit HTML, CSS und JavaScript. Und schlussendlich haben wir eine coole Webseite auf die Beine gestellt, wo man ein Quiz machen kann, um zu testen, wie gut man sich selber in Sachen erneuerbare Energien auskennt. Und besonders stolz sind wir auf die 2 Sachen. Einmal dieses wunderbare Bild, was da eingefügt wurde. Und einmal dieses coole Vater da unten. Und um das einmal zu präsentieren, wollen wir dieses Quiz auch einmal mit euch machen. Also, liebe Zuschauer, ist eine Frage an euch. Wie hoch, glaubt ihr, sind die Anteile der Stromerzeugung durch Photovoltaik im Gesamtnetz im Jahr 2020 gewesen? Sind es 24% oder 8,9% oder denkt ihr, es sind 17,4% oder denkt ihr, so stark ist das nicht, das sind 3,7%. Also ruhig melden. Wer ist für 24%? 2 Stimmen, 3 Stimmen, 4 Stimmen, okay, 5 Stimmen. Okay, wer ist dafür, dass es 8,9% sind? Okay, schon ziemlich viel. Nur einmal zum Drüberschauen, 17,4%? Europa und 3,7%. Okay, also am meisten sind wir 8,9%. Loggen wir ein. Okay, nächste Frage. Wie lange braucht eine Windenergieanlage, bis sie eigentlich energetisch effizient ist? 1 bis 2 Monate, 3 bis 7 Monate, 8 bis 10 Monate oder sogar 1 Jahr und länger. Einmal die Leute melden, die für 1 bis 2 Monate sind. Okay, niemand oder doch eine Person. 3 bis 7 Monate. Okay, schon etwas mehr. 8 bis 10 Monate. Ja, so, ja. Und 1 Jahr und länger. Okay. Ja, ich denke, das war Mehrheit. Okay. Super. Ja, also wie viel Prozent der weltweiten Kapazitäten zur Energiespeicherung bilden Pumpspeicher? Die Antworten sind 59%, 69%, 79% oder 99%. Ich würde das jetzt so machen, wenn eine Idee hat, der meldet sich und dann nehme ich das einfach so. Du. 59%? Noch jemand anderes? Ja, noch mehr motivierte Leute. 79? 69. Okay, das ist keine Mehrheit. Schade. Ja, noch jemand. Gut, das loggen wir ein. Alle so fachkundig hier. Ja. Ja, da wir das ein bisschen abkürzen wollen, die Frage ist, wie hoch sind die Strahlungsmengen bei einer Solaranlage? Und A, B, C oder D? A? B? C? D? Okay, eingeloggt. Und das ist euer Ergebnis. Natürlich... Ihr habt 11 von 14 Punkten erreicht. Ihr kennt euch schon gut aus, aber es schadet nicht, diese Themen noch einmal durchzuschauen. Wir haben hier eure Quellen verlinkt und dann könnt ihr zurück auf die Startseite gehen und dann seht ihr hier unten in den Quellen, was unsere ganzen Quellen sind, wer mitgemacht hat. Das sind erstmal wir und unsere Mentorinnen Stefanie und Jana, denen wir ganz herzlich danken, wie sehr sie uns geholfen haben. Und natürlich huldigt Gandalf dem Bunten und abonniert @Gandalf_der_Bunte_ auf Instagram. Vielen Dank. Vielen Dank. Super Projekt. Ich habe zufällig auch gerade ein Foto rausgesucht, genau von der Gruppe, um jetzt sozusagen über diese Pause was zu erzählen, weil was wir eigentlich am Anfang machen der Präsentation ist immer noch mal erklären, was ist eigentlich Jugendhackt. Mir ist gerade eingefallen, wir haben uns nicht vorgestellt, vor lauter Boah. Also, möchtest du anfangen? Ja, ich kann das, glaube ich, schon fast vielleicht verbinden. Perfekt. Genau, ich bin Liv und ich war auch 2 Jahre lang als Teilnehmerin bei Jugendhackt dabei und deshalb freue ich mich total, dass ich jetzt moderieren kann. Genau, und Jugendhackt für mich war wirklich immer so was ganz Besonderes, weil man hier irgendwie Leute kennenlernt, die so ähnlich sind wie man selber. Und man macht nicht nur Programmieren, sondern man macht auch ganz viel, lernt man irgendwie andere Leute kennen und denkt darüber nach, warum Programmieren wichtig ist und was man damit machen kann. Genau, und das, finde ich, macht es immer so besonders. Und auch jetzt, so in dieser offizielleren Rolle, ist es auch sehr schön zu sehen, was einfach alles für Projekte entstehen. Genau. Ich bin Philipp, ich arbeite bei Jugendhackt seit 3 Jahren. Ich habe sozusagen die Bürosicht des Ganzen, also Homeoffice muss man jetzt ehrlich sagen, seit 1,5 Jahren. Das heißt, ich kann natürlich ganz offiziell sagen, es ist ein Programm für Jugendliche von 12 bis 18 Jahren und unser Motto heißt mit Code die Welt verbessern. Wir machen das auf Events und Labs und was sehr wichtig ist, für mich jedenfalls persönlich, ist, dass diese Events jetzt auch wieder stattfinden, weil wir sind ja alle, glaube ich, so ein bisschen Corona-müde, vielleicht auch schon seit einem Jahr oder so. Und irgendwie all diese Arbeit, die man dann so jeden Tag, man fährt so ins Büro und arbeitet an Jugendhackt und fährt dann wieder nach Hause, jeden Tag, jede Woche. Und das ist sozusagen das Ergebnis. Und das ist so cool, das zu sehen. Und deshalb freut mich das total, dass wir jetzt endlich wieder hier angelangt sind. Das heißt, Jugendhackt lebt davon, dass die Leute zusammenkommen. Und wie das passiert auf den nächsten Events und in unseren neuen, relativ neuen Labs, das erzähle ich euch gleich dann noch. Wir haben jetzt hier die nächste Gruppe. Sagst du noch was? Ja. Egal. Die nächste Gruppe hat etwas entwickelt, womit man spielerisch so ein bisschen erkunden kann, wann Lebensmittel ablaufen, und möchten dazu anhalten, dass man auch Lebensmittel, die bald ablaufen oder die schon abgelaufen sind, noch besser verwenden kann, was, glaube ich, ein sehr löbliches Ziel ist. Und ich glaube, damit verbessert ihr auf jeden Fall die Welt ein bisschen mit Code. Genau, ich habe auch bei euch manchmal vorbeigeguckt und ihr wart einfach eine sehr, sehr coole Gruppe. Ihr habt an ganz unterschiedlichen Sachen auch gearbeitet, aber ich finde, eure Gruppe hat einfach sehr schön auch dann zusammengearbeitet, obwohl ihr alle auf so verschiedenen Levels wart, und ich finde, das war bei euch besonders schön, noch mitzusehen. Genau, aber jetzt freue ich mich auf euer Projekt. Willkommen zu unserer Vorstellung über den Mindesthaltbarkeitsscanner. Von mir, Nick, und ich bin das erste Mal bei Jugendhackt dabei. Ich bin Farhan und das ist mein zweites Mal. Ich bin Tanmay, 11 Jahre alt und bin das erste Mal bei Jugendhackt dabei. Und ich bin Yoshi und das ist auch das erste Mal für mich. Also das Problem: Menschen kaufen oder essen keine abgelaufene oder sogar fast abgelaufene Lebensmittel. Also wollen wir Ingame-Belohnungen in Form von Punkten ihnen geben. Es ist eine Win-Win-Situation. Okay, wie funktioniert das eigentlich? Also erstmal muss jeder einen Account machen und dann gibt man den Mindesthaltbarkeitsdatum ein von dem Produkt, den man essen oder sowas machen will. Dann bekommt man Punkte, je älter das Produkt ist. Es hat aber auch ein Limit, dass damit Leute keine verschimmelten Produkte und sowas essen. Und dann kann man Punkte einlösen, wenn man Spiele spielen will. Ja, und jetzt kommt eine Live-Demo. Hier kommt man auf die Webseite drauf, wenn man sich das erste Mal anmeldet, wie zum Beispiel mit Benutzername und Passwort. Ja, mit Benutzername Alpaka und mit dem Passwort 12345. Das sollte man jetzt vielleicht nicht verwenden, aber ja. Dann kann man hier das Mindesthaltbarkeitsdatum einstellen, wie zum Beispiel irgendein Datum. Ja. Dann kann man es eingeben und bekommt dafür 10 Punkte und hat jetzt insgesamt ja auch 10 Punkte. Jetzt kann man auf Home gehen, dort auf Spiel gehen und da kann man bis jetzt erstmal nur Codebreaker, das Spiel spielen. Mit 10 Punkten. Ja. Jetzt funktioniert es nicht mehr, da wir keine Punkte mehr haben. Ja, und dann kann man sich noch abmelden. Und das war's auch schon. Okay, wir haben das vergessen. Ich habe dieser Code programmiert, um die Tage zum Mindesthaltbarkeitsdatum zu wissen. Und wir haben auch ein Beispiel. Zeig mal. Genau, schreibt man rein irgendein Datum. Genau, zum Beispiel 5.10.21 und dann bekommt man 6 Tage, also das heißt, ist nur 6 Tage alt und damit kann man auch Punkte belohnen. Danke fürs Zuhören. Dankeschön für euer tolles Projekt. Vergesst euren Laptop nicht. Und während die nächste Gruppe aufbaut, ist nichts passiert. Während die nächste Gruppe aufbaut, wollten wir euch etwas über die Alpaka World erzählen, weil ich hatte ja gerade gesagt, wir hatten lange kein Event, wo wir alle zusammengekommen sind. Wir haben aber uns Anfang dieses Jahres angefangen, etwas auszudenken, wo wir virtuell zusammenkommen können. Das ist unsere Alpaka Welt, und in dieser Welt findet übrigens dann jetzt auch gleich das nächste Projekt statt. Wir hatten 3 Events auf jeden Fall, die dort stattgefunden haben. Hier im Bild seht ihr das Beta-Haus in Hamburg nachgebaut. Das war unser diesjähriges Event Jugendhackt in Hamburg. Warst du eigentlich bei einem dabei? Ich weiß es gar nicht so genau. Also genau. Ich war in der Alpaka World, aber ich weiß nicht, ob ich bei einem Event dabei war, das da war. Und was total kreativ ist, ist halt, wie diese Welten denn aussehen von den jeweiligen Orga-Teams. So wie wir hier dekoriert haben, haben sie unsere virtuelle Welt dekoriert. Hamburg sah einfach genau aus wie die Location, in der es immer stattfindet. Das Event-Team in Köln hat sich für ein Weltraum-Motto entschieden, Star Wars und so weiter. Das Team in Frankfurt, was dieses Jahr auch noch in der Alpaka World das Event hat stattfinden lassen, hat sich für eine Insel entschlossen. Und auch alle, die jetzt hier sind bei Jugendhackt Berlin, haben letzte Woche Freitag schon einen Vorabtermin gemacht, wo wir uns bereits kennengelernt haben, auch in der Alpaka-Welt. Und da haben wir dann eher so eine Art klassische Situation nachgebaut mit einem Raum mit verschiedenen Sitzecken und so weiter. Genau. Und was die nächste Gruppe damit gemacht hat, ist auch ein bisschen die Kreativität ausleben. Genau. Und ich bin heute auch noch einmal rumgegangen und dachte, ich frage nochmal jede Gruppe, was ich denn gut über sie erzählen kann, so als kleiner Fun-Fact. Und die Gruppe hat gesagt, ich soll möglichst was Neutrales sagen und nicht zu viel. Der Mentor hat aber gesagt, sie sind sehr coole Leute. Ich glaube, das sollte ich eigentlich nicht sagen, aber jetzt wisst ihr es. Genau, die Gruppe heißt School Adventure und hat, wie ihr der Name schon sagt, ihr habt eine Schule dort nachgebaut. Und genau, wir freuen uns total, das jetzt zu sehen, was ihr Kreatives gemacht habt am Wochenende. Unsere Namen sind Moritz und Paul. Wir sind beide 13 Jahre alt und zum ersten Mal bei Jugendhackt. Wir hatten beide wir konnten vor diesem Event sehr wenig programmieren. Ja, und deshalb sind wir auf einige Probleme am Anfang gestoßen. Es war ein bisschen schwierig, wir mussten uns beide mit Dingen auseinandersetzen, mit denen wir uns eben vorher noch nicht auseinandergesetzt hatten. Ich musste ein wenig mit viel Hilfe von unserem Mentor mit HTML und JavaScript arbeiten, und Moritz musste mit Tiled, einem Pixel-Programm, mit dem auch die Alpaka World gemacht wurde. Er hat dabei das Set aus Bauteilen genutzt, das Hanno erstellt hat und gebaut hat, und ja, das wird er euch jetzt vorführen, was er gebaut hat. Also dieses Problem, das wir mit unserem Projekt lösen wollten, war zum einen, dass es keine wirklich sehr kreative Lösung für dieses Homeschooling gibt. Und da haben wir uns überlegt, dass man ja einfach eine digitale Schule entwickeln kann. Und zum anderen, dass manche sehr recht wichtigen Aufgaben im normalen Unterricht einfach nicht rankommen. Ja. Und deswegen haben wir uns überlegt, dass man ja in diese Idee der Alpaka World, dass man diese weiterführen könnte. Und zu diesem Zweck haben wir das eben nachgebaut. Also ein Schulgelände nachgebaut, kein bestimmtes, und dort hat man die Möglichkeit, sich auf bestimmte Stühle zu setzen, und dann wird man zu Übungsaufgaben gebracht, weitergeleitet. Das zeigt Moritz jetzt gleich, er erklärt gleich die Bilder. Also da sieht man jetzt diesen Übungsraum, den Paul gerade erwähnt hat. Und hier ist der Schulhof, den wir entwickelt haben, die Turnhalle, Der Computerraum. Und ein Bad. Zudem gibt es noch weitere Klassenräume, die wir jetzt nicht unbedingt zeigen müssen. In dem Programm hat man verschiedene kleinere Kästchen, die man halt einfach auf ein Raster legen muss. Und so entsteht dieses Bild. Tut mir leid. Wo ist das, wo du dich rennst? Ja, und dann zeigen wir, dass das nicht einfach nur Bilder sind, sondern man kann sich darin tatsächlich bewegen. Das ist jetzt Moritz, er läuft durch das Schulgelände und wenn er sich auf die Stühle setzt, die wir eben beschrieben haben, dann wird Folgendes passieren. Ja, dann wird man weitergeleitet zu einer Website, wo man dann bestimmte Multiplikationsaufgaben lösen muss. Das ist, ja, das haben wir uns so. Das soll noch, wird noch erweitert und wenn man ein falsches Ergebnis, wenn man das richtige Ergebnis eingibt, dann wird man weitergeleitet zu einer weiteren Aufgabe. Da ist ein Counter eingebaut, der dann die Aufgabe zu zweistelligen Faktoren erweitert. Wenn man das falsche Ergebnis eingibt, dann kriegt man Schelte oder einem wird einfach nur mitgeteilt, dass es die falsche Antwort ist. Da gibt es einige Varianten von Sprüchen. Ja, das war's im Wesentlichen. Wer hatte gedacht, dass sich auch Jugendliche noch am Wochenende freiwillig mit Schule auseinandersetzen? Genau, also eigentlich freuen wir uns ja, dass es ein Wochenende ohne Schule ist, aber es geht ja auch darum, mit Code die Welt zu verbessern und wenn die Schule ist ja ein großer Teil der eigenen Welt. Genau, während die nächste Gruppe aufbaut, wollte ich euch noch was erzählen über die Jugendhackt-Labs. Das ist eine Sache, die wir seit 2 Jahren machen, weil wir festgestellt haben, die Events, wie ihr wisst, wie Sie auch zu Hause und ihr wisst, es findet einmal im Jahr statt. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie, nachdem wir jetzt alle gleich gehen, ist erstmal ganz lang nicht mehr Jugendhackt in Berlin. Or is it? Weil wir haben jetzt inzwischen 15 Labs in ganz Deutschland. Okay, ganz Deutschland ist gelogen. Ihr seht auf der Karte hinter mir, es gibt noch ein paar graue Flecken. Aber wir haben jetzt in den Städten, ich lese sie kurz vor, Fürstenberg, Isenbüttel, Berlin, Cottbus, Görlitz, Dresden, Erfurt, Jena, Freiburg, Heidelberg, Mannheim, Heilbronn, Ulm, Ravensburg und Traunstein 15 Jugendhackt-Labs und das bedeutet, dort findet ungefähr 2-mal im Monat eine Aktion statt. Das kann ein Workshop sein, das kann auch ein paar Stunden offenes Coding sein, an dem man einfach weitermachen kann am eigenen Projekt. Also wenn ihr, die mir jetzt zuhört, sagt, ach, das ist ja ganz bei mir in der Nähe, dann schaut mal gerne auf jugendhackt.org und guckt an, was das Lab bei euch in der Nähe für Angebote hat. Und ja, das ist unsere Idee, damit Jugendhackt nicht nur dieses eine Highlight einmal im Jahr ist, sondern dass wir auch dazwischen was haben. Und wir erzählen dann gleich auch noch, dass es nächstes Jahr noch mehr Labs werden. Genau, die Gruppe Lärmkarte, wir hatten gestern Abend schon eine kleine Präsentationsübung und danach hatte ich ein bisschen so die Frage, so, wie macht ihr das eigentlich? Und so in dem Chaos Computer Club Kreisen ist ja das, was generell vielleicht negativ konnotierte Wort Hacken sehr positiv konnotiert und bedeutet so viel wie eine kreative Lösung finden. Und ich glaube, da ist diese Gruppe das absolut beste Beispiel dafür. Sie haben etwas völlig Verrücktes getan, um an Daten zu kommen. Und ich finde, da könnt ihr auch gerne noch mal sehr viel drüber reden. Das ist eine absolut sehr, sehr coole Idee. Genau, also ich glaube, wir verteilen immer so kleine Badges, so kleine Auszeichnungen. Falls es eine gibt, ich weiß es nicht, kriegt ihr auf jeden Fall die HackerInnen-Badge. Genau, dann, glaube ich, sind wir gespannt zu sehen, was ihr aus den verrückten Daten gemacht habt. Genau, hallo, wir sind das Team Lärmkarte, wir sind Nele, Theresa, Jamo, Hanna, Mitya, Michael, Emre und Hikari und wir haben uns mit dem allgemeinen Problem beschäftigt, beziehungsweise ja, was uns beschäftigt hat, war, dass es sehr viel Lärm in Berlin gibt und wir wissen wollten, wo viel und wo wenig Lärm ist und das darstellen wollten. Das Endprodukt soll eine Web-App werden, eine App, die man sozusagen im Browser öffnen kann, wo man sozusagen Lärm exakt visuell dargestellt lesen, ablesen kann, anhand eines Heatmaps. Eine Heatmap ist sozusagen genauso eine visuelle Darstellung, indem man sozusagen Flecken auf der Karte findet. Und da kann man sehen, ob es laut, wo es laut ist, wo es nicht so laut ist, wo man nicht so viel hören kann, wo es sehr laut sein könnte und so weiter. Wir haben das Web-App gemacht, indem wir HTML, CSS und JavaScript genutzt haben. Und die Karte haben wir dank einer Open-Source JavaScript-Library namens Leaflet installiert. Das ist eine App, wo man Karten herholt. Genau, und als wir dann uns mit den Daten beschäftigt haben, haben wir uns etwas inspirieren lassen vom Open Data Vortrag, den wir am Freitagabend hatten, und haben dann tatsächlich auch recht schnell Daten für unser Problem gefunden, nämlich Straßenverkehrslärm. Als wir uns die API dann angeguckt haben, haben wir uns aber eher so gefühlt, denn die API gibt zwar Bilder für Karten zurück, aber wirklich lesbar ist das nicht, weil PNGs einzulesen ist etwas tricky. Wir haben uns trotzdem dem Problem angenommen und uns gedacht, wie wir das am Ende lösen können. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir das Zentrum von Berlin in ungefähr 10.000 Datenpunkte oder 10.000 Bilder aufteilen. Die Bilder wiederum teilen wir dann nochmal auf in 64 Bereiche, sodass wir insgesamt, wenn wir es hinbekommen am Ende, 600.000 einzelne Messpunkte haben, die wir dann wiederum auf der Heatmap darstellen können, sodass wir dann quasi für jeden dieser 10.000 Datenpunkte eine Liste von durchschnittlichen Dezibelwerten haben, weil wir eben die Farben, die für die Dezibelwerte stehen, zählen und so den Durchschnitt berechnen. Sodass wir dann am Ende für auch die Demo gleich Daten abgespeichert haben, die das Backend lädt, und zwar ungefähr 150.000 Messpunkte. Achso. Genau. Im Backend haben wir an sich nur Schnittstellen erstellt und damit die Verarbeitung der importierten Daten gemacht. Genau. Außerdem haben wir uns damit beschäftigt, wie man mit verschiedenen Sensoren Lautstärke wahrnehmen kann und die Daten verarbeiten kann. Dafür haben wir zuerst einen Python-Skript geschrieben für unsere Laptop-Mikros. Genau. Damit konnten wir dann zum Beispiel die Dezibel messen. Außerdem haben wir dann noch eine Flutter-App gemacht, mit der man ebenfalls dies messen konnte. Und wir haben außerdem noch einen Raspberry genommen und an den ein Mikrofon angeschlossen, damit wir den ebenfalls als Sensor benutzen konnten. Und für alle diese Sachen haben wir dann eine Verbindung zur Schnittstelle im Backend gemacht, damit die Daten eben ans Frontend später auch gelangen können. Wir haben noch eine Demo des Sensors. Musst du das ein bisschen. Sieht man das? Das sieht man, das kann man nicht sehen. Genau, jetzt hatten wir überlegt, dass wenn wir jetzt alle ganz ruhig sind, wird man sehen, dass die Dezibel alle sehr weit runtergehen. Und wenn jetzt mal das Publikum, das ist ein Fehler, wenn jetzt das Publikum mal etwas Geräusche macht, dann... Genau, dann kann man eben sehen, dass da kann man eben die Werte sehen. Diese würden dann eben ans Backend weitergeleitet werden. So, jetzt stelle ich euch ganz kurz die Lärmkarte vor. Im Prinzip kann man sagen, das ist halt so eine Art Google Maps, aber halt nur, dass die gemessenen Daten halt im Umkreis von Berlin angezeigt werden. Dort, wo es rot ist, kann man halt sagen, dass es halt am lautesten ist, und weiter, wo schon so gelb, grün geht, dass halt dort ruhiger ist. Unsere Ausblicke für die Zukunft sind Erweiterungen an der Website, zum Beispiel können wir ein Layout verbessern oder ein Design auch natürlich. Und wir wollen auch mehr von den Rustbys sozusagen bauen, um sozusagen mehr Daten zu bekommen, um sozusagen auch die Map wirklich sehr groß und mehr Daten angeben lassen zu können. Und danke an die Mentoren Malte, Abraham, Jens und das Jugendhackt-Team für diese Möglichkeit, das Projekt zu machen. Wow, was für ein Projekt. Vielen, vielen Dank, dass ihr das gemacht habt und hier präsentiert habt. Eine Sache, um jetzt eine Überleitung zu bauen. Ich wollte aus Jugendhackt-Club Berlin hinweisen, wo es relativ laut ist, weil es liegt an einer Straße, durch die Busse und viele Autos fahren. Und das heißt, im Sommer, als wir da jetzt einige Male draußen gesessen haben, wie man auf dem Bild sieht, musste man zwischendurch immer doch ganz schön brüllen, wenn man sich verständigen wollte. Genau, wie ich hatte es eben gesagt, wir haben 15 Jugendhackt-Clubs. Jugendhackt in Berlin, das Event, hat sozusagen jetzt auch einen Jugendhackt-Club in Berlin. Es ist in Friedrichshain, im X-Hain Hack and Makespace. Das X-Hain hat uns ja auch die ganzen Jahre schon hier immer mit 3D-Druckern, Laserkarte und immer so weiter supportet, auch hier auf dem Event. Und wir drehen sozusagen beim Jugendhackt-Club das Ganze einfach um. Zweimal im Monat könnt ihr da sehr, sehr gerne hinkommen, weil ich genau weiß, hier sind ja viele Leute von euch, die auch aus Berlin sind. Und wir würden uns freuen, wenn ihr zum Beispiel an solchen Projekten und an anderen Projekten, die ihr euch ausdenkt, einfach dann auf diesen Terminen im Lab weiterarbeitet und auch zu den Workshops kommt. Genau, der nächste Termin ist tatsächlich schon in knapp 2,5 Wochen am 26. Oktober und alles Weitere wie immer auf der Jugendhackt-Webseite. Genau, das nächste Team ist das Team QR macht Freunde. Und die Anekdote dazu war, dass ich gestern, ich glaube so um 11, also ich glaube so für Referenz, ich glaube wir haben so um 10 vielleicht mit dem Programmieren angefangen. Und ich glaube, ich bin so um 11 zu der Gruppe gekommen und wollte einfach nur mal so nett nachfragen, wie es läuft, ob ich noch Kekse bringen soll, sonst noch irgendwas tun soll. Und ich habe als Antwort bekommen, wir sind so zu 95% fertig. So, als ich immer teilgenommen habe, ich glaube, ich war kein einziges Mal vor Sonntag vor der Präsentation, bevor ich dran war, fertig. Ich würde behaupten, ich habe oft im Publikum gesessen und habe noch letzte Sachen gemacht. Also großen Respekt an euch. Ihr scheint ein sehr gut eingespieltes Team gewesen zu sein, dass ihr das so schnell habt realisieren können. Genau, und eure Idee ist ja auch sehr cool und bestimmt etwas, das vielen Leuten helfen kann, die vielleicht nicht trauen, andere anzusprechen. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr jetzt euer Projekt einmal vorstellt. So, also unser Thema heißt QR-Code macht Freunde. Die Projekt wurde mit Mohammed, Omar und Sabah und Farah erstellt. Ja, wir haben das Thema erstellt, da wir folgende Probleme haben. Und zwar, es gibt Leute, die wenige Freunde haben und manche davon trauen sich nicht, also andere Leute nach Nummer zu fragen. Und es dauert zu lange, auch Kontaktdaten zu tauschen. Und deswegen sind wir auf einem Endprodukt gekommen und das erklärt euch die Fahrer. Ja. Also unser Endprodukt ist, also QR-Code erzeugen, also aus Kontaktdaten neue Leute kennenlernen, in ein paar Sekunden die Kontaktdaten von der anderen bekommen. Und das erklärt Mohammed. Ja. Ja. No, noch mal, ich mache es. Also die Technologie, wir haben JavaScript benutzt, HTML und Library zum Erzeugen des QR-Code. So. Und jetzt kommen wir zu einem Live-Demo. Und zwar, das sieht so dann aus, QR-Code macht Freunde, dann kommt Name, wir schreiben jetzt hier Alpaka, dann Facebook heißt auch Jugend hackt Und bei Instagram heißt es auch Jugend hackt. So, und dann drucken wir, also TikTok und Snapchat gibt es nicht. Bei Handynummer können wir zum Beispiel 01234556 schreiben, als Beispiel. Und dann drucken wir auf QR-Code erstellen. Dann bekommen wir einen QR-Code jetzt. Das werden wir jetzt einmal scannen. Und dann könnt ihr das hier dann sehen. Alles klar. So. Ja. Und dann könnt ihr hier sehen, Name Alpaka, dann kommt Facebook-Name auch und dann kommt von Instagram. Wenn wir draufdrucken, dann leitet uns zur Jugendhackt-Seite. Ja, und dann machen wir hier dann weiter. So, und hier haben wir auch Screenshot für die Sicherheit gemacht, wenn irgendwie Internetprobleme oder so gibt. Und dann hier kommen wir zu Ausblick und offene Punkte. QR-Code ausdrucken, also wir haben uns überlegt, in der Zukunft die QR-Codes auszudrucken, auf ein kleines Sticker zum Beispiel, oder auch als Schlüsselanhänger machen mit 3D-Drucker. Oder man kann das als PDF dann runterladen auf dem Handy. Und auch wir werden in der Zukunft mehr Projekte mit JavaScript und HTML und also die sind halt Programmiersprachen weiterarbeiten. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar, kostenlose Werbung. Kann ich auch hier nur noch mal wiederholen. Folgt Jugendhackt auf Instagram, Twitter, YouTube, Twitch. Mastodon natürlich auch. Was gibt es sonst noch so? Ja, da den Kanälen eures Vertrauens. Genau, vielen Dank für das tolle Projekt, während hier neben uns aufgebaut wird. Liv, Community Talks, da können wir, glaube ich, am besten was zu erzählen. Das ist nämlich eine Sache, die wir uns letztes Jahr überlegt haben, als dann im März auf einmal hieß, okay, Corona, erstmal abwarten, alle Events absagen, Labs machen auch irgendwie nur noch online. Haben wir gedacht, okay, wir müssen irgendwas machen, wir wollen irgendwie über die Jugendhackt-Themen reden mit den Leuten, die Jugendhackt sind. Und da kam irgendwann die Idee Community Talks. Wir haben jetzt schon 15 Ausgaben, das sind jeden Monat eigentlich, wir haben eine kleine Sommerpause gemacht, Livestreams zu Themen von Jugendhackt. Du warst jetzt schon mehrfach da, oder? Dabei. Genau. Ich habe bei einigen Community Talks die Moderation übernommen und ich fand das total interessant, mal so zu sehen, wer überhaupt so alles so bei Jugendhackt in irgendeiner Weise dabei sind. Das sind in manchen Fällen haben wir MentorInnen oder ehemalige MentorInnen interviewt, TeilnehmerInnen, ehemalige TeilnehmerInnen zu ganz verschiedenen Themen. Hier haben wir einmal Oh My Git, das Blindri und Bleedtrack gemacht haben. Sitzt hier auch. Ich sehe Blindri. Ah, okay. Hallo. Zu ganz verschiedenen Themen. Wir haben ein bisschen Revue passieren lassen und geguckt, wie sich Jugendhackt im letzten Jahr entwickelt hat in der Corona-Zeit, zu einem Austausch, zu vernetzte Welten, zu Kunst mit Bleedtrack, zu Sicherheitslücken mit Karl und seiner Forschung, der hier auch irgendwo im Hintergrund sitzt. Genau, also es ist einfach eine wunderbare Möglichkeit, mal so ein bisschen zu sehen, wer überhaupt alles so hinter Jugendhackt steckt und einfach die Community ein bisschen besser kennenzulernen. Und ich fand, da war das eine super gute Möglichkeit zu. Und es hat mich total gefreut, dass einfach mal alles zu sehen und die Leute ein bisschen auszufragen. Die gibt es auch alle auf YouTube aufgezeichnet, richtig? Genau, ja, und auf unserer Webseite findet ihr die. Genau, da geht es auch demnächst weiter. Wie immer, wir verweisen auf die Webseite. Guckt bei uns rein, kommentiert auch live dann bei den Community Talks gerne. Und genau, das nächste Projekt steht hier. Genau. Das nächste Projekt ist Signal Pattern. Und ich habe, glaube ich, ja schon mal drüber geredet, aber Freitagabend ist hier immer Brainstorming-Phase und danach gibt es einen kleinen Pitch, wo die es erklären. Und eure Gruppe hatte euer genaues Projekt, genau wie ihr es umgesetzt habt, praktisch fertig am Freitag. Und das fand ich sehr beeindruckend, weil bei mir war das immer so, ich hatte Freitagabend eine kleine Idee und war mir dann doch nicht so ganz sicher und habe dann wieder alles über den Haufen geschmissen und dann war es irgendwann Samstag und ich dachte, jetzt muss ich doch mal was machen. Und diese Gruppe hat es irgendwie geschafft, ihr Projekt durchzuziehen. Und ihr habt aber ja auch noch Bezug genommen auf den Talk, den wir hatten am Freitag. Da hatten wir jemanden von Be Able und der Plattform Match My Maker, wo Leute, die bestimmten Sachen Hilfe brauchen, mit Leuten zusammen gematcht werden, die technikaffin sind und Lust haben, Sachen herzustellen. Und ich glaube, genauso welche Personen wie ihr werden da gebraucht. Und ihr habt hier schon eine sehr coole Sache programmiert. Und es wäre jetzt cool, wenn wir das einmal sehen könnten. Es sieht ja schon abenteuerlich aus, auch wenn ihr zu Hause das noch nicht sehen könnt. Aber ihr werdet es bald sehen können. Genau. Bevor wir euch zeigen, wie das Ganze hier funktioniert mit dem Arduino, wollen wir nochmal auf die Präsentation zurück und wir wollen erstmal ein Problem ansprechen. Also es war ja so, dass das Thema zu diesem Jugendhackt war, was kommt danach? Und insbesondere während der Corona-Zeit wurden lang bestehende Probleme halt wurden ins Rampenlicht gedrückt. Und eines dieser Probleme ist das Pflegepersonal in Deutschland, denn ein Diagramm der Bertelsmann Stiftung sagt, dass halt pro 1000 Belegungstage in 2012 in Deutschland im Durchschnitt nur 3,6 Pflegekräfte da waren. Und das liegt deutlich, tut mir leid, nur 2,4 Pflegekräfte. Das liegt halt deutlich unter dem Durchschnitt von 3,6, was halt immer noch echt wenig ist für 1000 Belegungstage. Das heißt, wir haben sehr wenige Pflegekräfte für eine Gesellschaft, wo immer mehr Leute arm werden. Dementsprechend können sich auch sehr wenige Pflegekräfte um die alten Leute auch kümmern. Ich wollte euch nur kurz unterbrechen, weil wir eure Präsentation nicht sehen. Ihr müsstet nochmal das Bild, wir sehen nur euren Windows-Bildschirm, nicht die Präsentation, dass ihr das nochmal wechselt. So, ja, dann öffnen wir kurz die Präsentation und aktivieren die Präsentation. Funktioniert jetzt? Da ist sie. Sehr super. Gut. Also hier sieht man dann wieder das Diagramm. Hier sehen wir wieder den Durchschnitt und wir sehen, dass Deutschland in dieser Liste ganz unten ist. Es geht natürlich noch weiter, aber das zeigt uns schon einmal, dass Deutschland im Vergleich eher schlecht dasteht. Und deswegen haben wir Signal Pattern erfunden, also das heißt erfunden, ja, halt gebaut. Es gibt bestimmt sowas schon, nur das Problem ist, dass Menschen, wenn sie schlafen, also Seniorinnen und Seniorinnen, im Altenheim, wenn sie schlafen, dass sie Probleme haben, wenn sie zum Beispiel Angst haben oder einen epileptischen Anfall haben oder generell Notfälle gibt, dass sowas halt sehr gut wäre, um Hilfe herzurufen und sehr schnell. Und hier habe ich auch ein paar Bilder eingeblendet, also ich erkläre es jetzt hier mal. Also wir hatten es eigentlich mit einem Elektrodenalarm vor, aber jetzt haben wir halt Knöpfe eingebaut, da wir das als Alternative eigentlich gut ansehen. Also hier ist dieser Knopf und wir haben ein Muster erstmal erstellt, also da muss man zweimal hintereinander drücken und dann wird der Buzzer, also wird ein Signal an den Buzzer geschickt und dann ertönt es. Und jetzt haben wir noch dazu so gemacht, dass man das selber einstellen kann, also man drückt dann Record und dann gibt man ein, wie viel man das drücken möchte und in welchen Abstand, zwischen 500 Millisekunden oder 2000 Millisekunden, also 0,5 Sekunden oder 2 Sekunden. Und dann muss man den Record wieder beenden und dann drückt man diese drei oder 5 Knöpfe in diesen Abständen und dann ertönt das. Genau, und unser Ziel ist es jetzt, wo wir halt diese Mustererkennung geschafft haben, dass man das Signal dann nicht mehr durch einen Knopf kriegt, sondern durch ein elektrisches Signal, was mit einer Elektrode aufgenommen wird. Und das würde dann heißen, dass dann der Senior dann oder die Senioren, wenn sie nachts Hilfe braucht, nicht aufstehen muss, um einen Knopf zu drücken oder rufen muss, weil sie halt meistens nicht die Kraft dazu haben, sondern zum Beispiel ihren Arm 5-mal anspannen kann in einem bestimmten Muster und dann kommt schon Hilfe. Vor allem, das hat halt den Vorteil, dass es halt viel einfacher ist für die, jetzt zum Beispiel den Arm anzuspannen. Das heißt, wir wollen dann vielleicht den Knopf dann später durch eine Elektrode und einen EMG-Sensor ersetzen. Und statt einem Buzzer würden wir es dann auch später mit einem Wi-Fi-Modul dann connecten, so dass man dann halt auch ein Signal übers Internet schicken kann. Und wir erhoffen uns dann, dass man das auch für andere Sachen benutzen kann. Deswegen ist auch alles Open Source, so dass man es vielleicht auch für Leute, die an Epilepsie leiden, benutzen kann, indem man schaut, wie spannen sich denn die Beinmuskulatur während einem Epilepsieanfall an. Und dann schaut man, ist jetzt ein Epilepsieanfall der Fall? Kann man da einfach sehen, ein Elektronensignal? Wenn ja, dann sende Hilfe. Ja, wie bereits gesagt, haben wir es auf GitHub hochgestellt, jeder hat Zugriff darauf und wir hoffen, dass es erweitert wird, dass es verbessert wird und dass es möglichst in sehr vielen Bereichen genutzt wird. Und ich wollte nochmal Danke sagen, also ich bin das erste Mal hier mit dabei, ich habe wirklich davon nichts mit Programmieren zu tun gehabt, ich kenne mich da auch nicht aus, sondern Furkan, ich weiß nicht, hattest du mal so Erfahrungen gemacht mit Jugendhackt und so? Nein, das ist mein erstes Mal hier bei Jugendhackt. Und ich hatte auch wirklich nichts mit Programmieren zu tun. Und ich danke euch allen wirklich nochmal, die Organisation, die Moderatorinnen. Und ja, es ist halt einfach super, dass ich mitmachen darf. Und Furkan hat mir auf jeden Fall sehr viel geholfen. Also ich habe über ihn und über seine Fähigkeiten und über Programmieren etwas gelernt. Und danke fürs Zuhören. Ich glaube, ich musste gerade ein bisschen weinen. Vielen, vielen Dank. Man hört mich, oder? Ja, man hört mich. Super, ich höre mich selber nicht, aber ist auch okay. Vielen Dank für das tolle Projekt. Während hier aufgebaut wird, können wir hier nochmal zeigen, was ich hier vorbereitet habe als Folie. Es gibt noch 4 Events dieses Jahr. Die finden sehr bald statt, die ersten 3, nämlich Rhein-Neckar. Das ist unser Heidelberger Event, diesmal in Mannheim. Ihr seht die Daten, ich lese sie nicht vor. Dann gibt es noch München, Linz und dann im Dezember nochmal Dresden. Für die letzten beiden, die da stehen, kann man sich jetzt gerade noch anmelden. Für die anderen ist eigentlich der Einmeldeschluss vorbei. Vielleicht kann man lieb fragen, es sagt ja auch manchmal jemand ab. Und das sozusagen für euch als Vorbereitung, sowohl wer zuschauen will, weil da gibt es natürlich dann an jedem Sonntag jeweils eine Abschlusspräsentation wie diese hier, als auch wer zwischen 12 und 18 ist und da mitmachen möchte. Das sind eure Möglichkeiten dieses Jahr. Genau, und die nächste Gruppe ist die Gruppe Web of Web Trust, beziehungsweise Rügenpresse, hat nichts mit der Insel zu tun. Und diese Gruppe, wie man vielleicht schon sehen kann, ist, glaube ich, eine der größten Gruppen, die ich je bei Jugendhackt gesehen habe. Ich zähle hier 9 Leute und zu Hause, falls ihr eine Person vermisst, die steht in der No-Cam-Zone, wird also nicht gefilmt, also wird es einmal eine Stimme aus dem Off geben. Genau. Genau, und es ist auch wichtig, hier für uns alle im Raum dran zu denken, wenn ihr hier Fotos macht für euch oder Videos, dass ihr nicht die Personen fotografiert, die in dieser Zone stehen und einen roten Bubble haben. Genau, und es ist erstmal eine riesige Gruppe, also erstmal Respekt an euch, dass ihr das überhaupt irgendwie geschafft habt, irgendwas zu koordinieren. In eurem Raum sieht es ja sehr hübsch aus, ihr habt alles sehr gut aufgeteilt auf verschiedenfarbige Kärtchen. Ich glaube, das habt ihr gut mit eurem Mentor Karl gemacht und ich bin bei euch gestern reingekommen, ich glaube so, ich weiß nicht, so 10:30 und es waren noch ein paar andere Gruppen und ihr saßt alle um diesen Tisch, der Raum war komplett voll, natürlich, ihr habt gut Maske getragen dann auch, die Leute, die nicht da waren. Und Karl hatte einfach so einen Blick auf seinem Gesicht so, dass er euer Thema total gut findet, aber dass er Unterstützung braucht, weil ihr so viele Leute waren. Und zum Glück habt ihr dann auch sehr gute Unterstützung bekommen. Aber ich glaube, selbst ohne Unterstützung hättet ihr ein wunderbares Projekt gemacht. Genau, und ich habe auch bei euch noch mal ein bisschen geguckt und ich glaube, auch eure Daten sind sehr interessant für alle. Genau, eure Bühne. Okay, hi, wie gerade schon gesagt wurde, unser Projekt heißt Web of Web Trust, heißt /Rügenpresse und ich habe es nicht wirklich viel zu sagen, deswegen gebe ich das Mikro direkt weiter, damit ihr auch herausfindet, worum es in unserem Projekt geht. Das Problem bzw. die Fragestellung, die wir uns gestellt haben, ist, dass im Internet nicht alle Medien wirklich vertrauenswürdig sind. Desinformation ist dabei ein größeres Problem. Das dürfte vielen Leuten hier bewusst sein. Deswegen haben wir uns gefragt, wie könnten wir dafür sorgen, dass man erkennt, dass eine Webseite nun vertrauenswürdig ist oder eben nicht. Genau. Am Ende steht eine Browser-Erweiterung, die darüber Auskunft gibt, wie vertrauenswürdig jetzt eine Website beispielsweise als Nachrichtenquelle ist. Dafür verwenden wir verschiedene Daten. Zum einen schauen wir, wie die Webseiten untereinander aufeinander verlinken. Dafür analysieren wir die Links und beurteilen anhand dessen, wenn eine vertrauenswürdige Webseite, die wir vorher definieren, auf eine Seite verlinkt, hat das natürlich einen gewissen Einfluss auf die Vertrauenswürdigkeit dieser Seite. Selbiges gibt es aber auch im Negativbeispiel. Am Ende zeigen wir halt eine Warnung an, wenn die Seite, naja, vielleicht nicht unbedingt die primäre Informationsquelle sein sollte. Da fließen auch Rügen des Presserates ein, Der Presserat ist eine Institution, der sich Medien anschließen können, und dieser hat den Pressekodex, der angibt, wie zum Beispiel Werbung und Inhalt getrennt werden sollen, aber auch, dass journalistische Standards existieren und dass diese eingehalten werden müssen. Da sind zwar nicht alle Mitglied, aber die größeren Medien sind Mitglied, daher beziehen wir diese Daten auch ein. Genau. Die Erweiterung, die wir gebaut haben, ist eine Browser-Erweiterung, da das die Darstellungsform ist, die wir am liebsten haben wollen. Die haben wir natürlich gebaut, oder nicht natürlich, die haben wir gebaut mit JavaScript und so auch, dass sie kompatibel mit Firefox und Chromium ist, also quasi alle Browser, die benutzt werden, zumindest größtenteils abdeckt. Und diese Erweiterung kommuniziert mit dem Server, also mit unserem Backend, das wir geschrieben haben, über eine API. Eine API ist eine Schnittstelle, die zwischen nun mal einem Hintergrundprozess, der irgendwo im Internet läuft, und unserer Erweiterung selber existiert, damit die beiden miteinander reden können. Ja, das Ganze, die Daten und Technologien, wir haben einmal einen Scraper geschrieben, der geht quasi durch das Internet automatisch und guckt sich quasi an, welche Webseiten auf welche anderen Webseiten verlinken, und kann somit quasi zeigen, welche Quellen vielleicht gut sind, weil sie von anderen guten Quellen zitiert werden. Ansonsten haben wir halt über eine andere API die Rügen des Presserates ausgelesen. Diese API war sehr, sehr komisch. Ja, ansonsten haben wir an unserem Server noch eine Datenbank mit PostgreSQL laufen, und in dieser Datenbank werden die ganzen Webseiten, die von unserem Scraper gesammelt werden, noch miteinander verknüpft. Jo. Okay, und um die verschiedenen Webseiten dann miteinander zu verbinden, benutzen wir einen Graphen. Das heißt, wir stellen die verschiedenen Domains als Punkte dar und verbinden sie danach über die Links, wenn sie sich gegenseitig zitieren. Dafür benutzen wir zur Bewertung einen von uns sogenannten Bonbon-Algorithmus. Dieser Algorithmus belohnt Webseiten dafür, wenn sie von anderen als Quellen angegeben werden, und zieht ihnen Punkte ab, beziehungsweise gibt anderen Seiten Punkte, wenn sie andere Seiten zitieren. Das sieht dann so aus bei unserem Beispiel: Wikipedia zitiert relativ viel und hat deswegen relativ wenig Punkte, weil sie von anderen nicht so viel zitiert werden, aber zum Beispiel eine Seite wie Spiegel, die relativ viel zitiert wird, aber die wenig andere zitiert, hat einen relativ hohen Score. Man kann dabei natürlich auch einen neutralen Score behalten, aber so kriegen wir es dann am Ende raus, dass wir von Zitaten und von anderen Zitierungen einen Score berechnen können und so die Vertrauenswürdigkeit einer Seite bewerten können. Genau, dann kommen wir jetzt zu unserer Live-Demo. Dafür gehen wir mal aus unserer Präsentation raus, gehen zuerst auf die Website bild.de. Dann sollten wir gleich oben rechts, da können wir schon mal hinschauen, wenn die Seite vollständig geladen hat, sollte da, mal schauen, ob das funktioniert, eine Benachrichtigung kommen, wo dann steht, dass die Bild nicht vertrauenswürdig ist. Genau, das ist eine unserer Benachrichtigungen, die von unserem Plugin ausgelöst werden. Jetzt können wir auch für Details darauf klicken. Hier sehen wir jetzt noch die Anzahl der Rügen des Presserates und sehen nochmal eine Einschätzung, wie nicht vertrauenswürdig denn die Bild ist. An dieser Stelle könnten dann noch weitere Informationen stehen, das haben wir aber bisher nicht geschafft, mehr in unserer Zeit. Und wir wollen natürlich immer besser werden, und deswegen wollen wir in Zukunft mehr Daten sammeln, um ausführlicher Ergebnisse zu präsentieren, und dafür benutzen wir Natural Language Processing, um auf jeden Fall auch alle Sprachen mit einzubegreifen. An dieser Stelle einen Riesendank an das ganze, die ganze Jugendhackt-Orga und natürlich auch an unsere Mentoren Karl und Annika. Vielen, vielen Dank. Alle anderen, die geholfen haben, kriegen natürlich auch ein großes Dankeschön von uns. Und dem Presserat danken wir auch für die vielen Daten, sonst wäre das Projekt gar nicht möglich gewesen. Und mit dieser Extension hoffen wir einfach, das Internet ein bisschen ordentlicher gemacht zu haben. den Source-Code noch ansagen möchtest. Kann man das alles finden? Was? Ach so, ja, den Source-Code kann man dann noch auf GitHub finden. Da haben wir alles hochgeladen, was man benötigen würde. Vielen, vielen Dank. Genau, das ist natürlich auch so ein Grundsatz bei uns Open Source. Also wir versuchen, die Gruppen versuchen, alles möglichst ins Internet zu stellen und auch natürlich mit einer guten Lizenz zu dokumentieren, damit Sie selber und andere Leute und auch ihr, die zuschaut, das dann euch anschauen, verbessern, weiterarbeiten könnt und immer so weiter. Thema verbessern, weiterarbeiten. Jugendhackt, wer jetzt zuguckt und denkt sich, wow, das sind einfach sehr reiche Leute oder steckt eine dicke Firma hinter, falsch. Wir sind tatsächlich darauf angewiesen, immer wieder über Sponsorings, über Fördergelder und auch über private Spenden weitermachen zu können und das seit 8 Jahren. Das heißt, hier steckt, haben wir eben schon gesagt, als wir die lange Liste dieser ganzen HelferInnen und MentorInnen vorgelesen haben, einfach extrem viel unbezahlte Arbeit drin. Ein bisschen Geld brauchen wir aber dann doch, um dass sozusagen die Lichter anbleiben. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr für Jugendhackt was spendet, auch wenn ihr das Gefühl habt, das sind tolle Projekte. Sowas möchte ich für meine eigenen Kinder, für andere Leute, die ich kenne, ermöglichen. Dann geht doch einfach mal auf jugendhackt.org/spenden. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, uns zu spenden, einmalig oder, was uns noch mehr freut, regelmäßig, weil damit können wir dann auch viel besser planen. Also wenn ihr Jugendhackt gerne auch in den nächsten Jahren erleben wollt, in welcher Position auch immer, spendet uns bitte. Genau, das nächste Team ist BrainVersatz. Als dann gestern Morgen es in die Gruppen gehen sollte, fanden sich noch so 3 Gestalten hinten links in der Ecke und wussten nicht so richtig, was sie anfangen sollen. Und wir dachten als erstes, wir finden schon noch eine Gruppe, so das, was man immer sagt, so, ja, ihr findet schon noch was und es wird. Die Antwort war dann, ich möchte aber lieber Ukulele spielen. Natürlich sind wir dann ganz pädagogisch rangegangen und haben gefragt, wie könnt ihr das denn gut in ein Projekt umwandeln? Und innerhalb von, ich würde behaupten, 30 Sekunden war dann die Idee geboren, wir spielen was auf unserer Ukulele und machen das dann irgendwie, dass das dann zu programmieren wird. Es klingt ungefähr genauso verrückt, wie es ist. Ich glaube, die waren gestern bis 3 noch im Hostel wach und ich durfte dann entscheiden, welche Version hübscher klingt. Ich habe mich für die schnellere entschieden. Ihr werdet es ja gleich hören. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel vorweggenommen. Viel Spaß. Genau, wir sind die Gruppe BrainVersatz und wir sind das Problem angegangen, dass Code häufig interessant ist, was so Code macht, aber sich den anzuschauen, den irgendwie wahrzunehmen, nicht so wirklich. Der ist meistens schlecht dokumentiert, sieht irgendwie komisch aus und deswegen unsere Lösung ist, wir wollen Computer mit Musik programmieren, weil Musik mögen hier sicherlich fast alle. Ich gehe mal davon aus. Deswegen haben wir eine Musikprogrammiersprache entwickelt. Das Ganze haben wir programmiert in Rust. Wir nutzen zur Datenübertragung MIDI und wir nutzen das Brainfuck Instruction Set. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Brainfuck hört sich interessant an. Was ist denn das? Es ist eine Programmiersprache, allerdings sagen wir, es ist eine interessante Programmiersprache, weil anders als in normalen Programmiersprachen, wo es so schöne Statements wie Print, wo es schöne Variablen gibt, wo du einfach Sachen schreiben kannst, die du lesen kannst, ist das bei Brainfuck ganz sicher nicht möglich. Ihr seht hier so ein bisschen, das sind alle Kommandos, die es in Brainfuck gibt. Ihr habt da schöne Klammern, ihr habt da Punkte und ihr habt irgendwelche komischen Satzzeichen, die ganz sicher nicht lesbar sind und die gehen durch ASCII-Tabellen durch. Also das ist kurz gesagt, unbenutzbar. Ja, und wir dachten uns, das müsste sich doch programmieren lassen. Zum Vergleich zeigen wir Hello World Programme aus anderen Programmiersprachen, zum Beispiel Python. Da ist einfach nur eine Zeile Print, also drucke Hello World. In Rust, das ist dann schon eine Function Main Printline Hello World. In Flutter eine Void Main. So, wie sieht das im Brainfuck aus? Ja. Sehr verständlich auf jeden Fall. Sollen wir den Code erklären? Versuch's. Ich glaube, das sparen wir uns. Genau, und jetzt, Achtung, aufgepasst, jetzt kommt BrainVersatz. So sieht das aus. Und jetzt würden wir euch einmal vorspielen, wie, oder zumindest den Anfang davon, wie Hello World in BrainVersatz auf der Ukulele klingt. Also das Ganze wird etwas dauern. Damit wären wir jetzt die Hälfte der ersten Zeile durch. Also es wird ein bisschen länger dauern. Aber es klingt besser als Brainfuck. Genau, und damit es besser klingt, haben wir uns auch so ein bisschen Gedanken gemacht. Es wird jetzt vielleicht so ein bisschen musiktheoretisch, aber es gibt ja sehr viele verschiedene Noten und die haben irgendwie Abstände und der klassische Abstand ist ein Halbton. Also vom C zum Cis zum Beispiel, das nennt sich ein Halbton. Wenn wir jetzt einfach nur damit irgendwie arbeiten, dann klingt das am Ende nach Kauderwelsch. Deswegen haben wir uns Tonleitern und Modi zur Hilfe geholt. Aktuell implementiert ist einmal die chromatische Tonleiter und die pentatonische. Das macht es dann aber ein bisschen komplizierter, weil zuerst die Daten, die wir bekommen, sind Halbtonschritte. Und da gibt es pro Oktave 12 Stück. Dann müssen wir das umwandeln in die Tonleitern. Die chromatische hat zum Beispiel 7 verschiedene Töne, die pentatonische 5. Und dann müssen wir das nochmal wieder umwandeln in die Opcodes von Brainfuck. Das wisst ihr ja noch, das sind 8 Stück. Genau, und dann seht ihr, wie wir das gemacht haben. Das ist ein sehr schönes Stück, wir müssen jetzt zeitlich das etwas abkürzen. Also es ist in etwa so, wir gucken, wie die Differenz von den Tönen, die gerade gespielt werden, sind, übersetzen das jeweils in die Tonleiter und berechnen dann aus den Differenzen der Tönen, welche, wie sich der Modifier, den wir gerade in dem Zeichensatz von Brainfuck haben, verändern muss. Ich glaube, ihr habt ungefähr 5 Stunden damit verbracht, nur rauszufinden, wie ihr das implementieren müsst, ohne es überhaupt zu implementieren. Ja, ich empfehle euch, nicht Programmiersprachen zu entwickeln. Genau, Ausblick so ein bisschen. Wir möchten besser integrieren. Also bisher brauchen wir MIDI-Dateien, also computerlesbare Audiodateien. Wir haben daran gearbeitet, auch wirklich direkt an der Ukulele oder an anderen Instrumenten zu erkennen, was das gerade ist. Das würde sich dann NUP nennen, Natural Ukulele Processing, angelehnt an Natural Language Processing. Und die Advanced-Version wäre dann, dass wir Multithreading implementieren, indem mehrere Instrumente gleichzeitig spielen. Wir sind uns aber nicht ganz sicher, ob wir das richtig verarbeiten können. Vor allen Dingen das Problem wäre dann, wir müssten dann irgendwie noch Mechanismen implementieren, dass wir Thread Safety haben, weil sonst wird das ziemlich eklig. Ja, wir wollen uns noch bei Karl, Pablo, Edgar und Frey für die Hilfe und die nette Gesellschaft bedanken. Und natürlich an Debugging. Ja, für die menschlichen Debugger und natürlich an die Orga und alle Mentoren für das schöne Event. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass wir eine Ukulele auf der Bühne hatten bei Jugendhackt. Ich weiß nicht. Hatten wir das schon mal? Das müssen wir vielleicht nochmal im Archiv klären. Aber ich glaube, ich habe nicht so viel versprochen, als ich gesagt habe. Es ist ein bisschen verrückt, aber das ist ja auch gut. Also vollkommen super. Wir haben jetzt noch ein letztes Projekt. Bevor wir damit sozusagen hier den Abschluss finden, wollte ich noch mal kurz unser Jahresmotto aufgreifen. Das heißt, was kommt danach? Das ist ja eigentlich ein guter Satz auch für das nahende Ende der Präsentation. Ich sage mal so ein bisschen organisatorisch, was danach kommt, und dann denken wir uns spontan noch was aus. Also wir haben ja gerade gesagt, es gibt die Labs, es gibt noch 4 Events dieses Jahr. Auch nächstes Jahr wird es wieder Events geben, da gibt es noch keine Termine, das werden wir dann einfach zu gegebener Zeit sehen. Was aber dieses Jahr noch passiert ist, alle, die hier sind, haben es mitbekommen, dass Sandra hier rumgelaufen ist mit ihrer Kamera und noch mit Kameramann Jonas. Hier wurde sehr viel Film gedreht, auch du wurdest und viele andere Leute wurden in den letzten Wochen interviewt. Wir werden, bevor das Jahr vorbei ist, noch ein Filmprojekt, sagen wir, es ist vielleicht auch eher ein multimediales Projekt, haben mit sehr viel aufgenommenen Sachen, mit Geschichten und Geschichte aus den letzten 8 Jahren Jugendhackt, mit der Alpaka World und in der Alpaka World. Das ist so das, was für uns als nächstes danach kommt, und das werdet ihr ja auch alle dann bei uns sehen können und erleben können. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, was kommt für dich danach? Jetzt so heute vielleicht ein bisschen mehr, Schlaf und ein bisschen weniger Mathe. Tendenziell, ich glaube, ich freue mich auch wieder, wenn dann wir uns nicht nur so alle 579 Tage präsent sehen, sondern ich glaube, für mich kommt danach vor allem wieder regelmäßig Jugendhackt. Und genau, ich glaube, darauf freue ich mich besonders. Gut, wir haben die letzte Gruppe hier, und was fällt dir so Kryptoring ein? Genau das habe ich die Gruppe selber gefragt. Die Gruppe hat sich nämlich ganz hinten in dem letzten Raum, in der letzten Ecke verschanzt, 2 Tage lang. Ich darf das erzählen, ich hab die Erlaubnis. Mit der Begründung, es geht um Datenschutz, dann wollen Sie auch sich schützen vor den anderen. Ich glaube, ungefähr so war die Begründung, vielleicht ein ganz kleines bisschen anders. Deshalb weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht so viel über euer Projekt. Ich weiß, dass ihr, ihr habt was mit E-Mails gemacht und manchmal taucht ein Schloss auf. Das habt ihr mir auch noch erzählt. Aber ihr habt das alles sehr geheim gehalten, so wie ihr vielleicht auch unsere E-Mail-Kommunikation sein sollte. Deshalb ist es jetzt besonders spannend zu sehen, woran ihr die letzten Tage im Meetingraum 4 gearbeitet habt. Wir haben uns dieses Wochenende einen E-Mail-Client entwickelt, der automatisch PGP-Verschlüsselung nutzt, was ja normalerweise leider nicht der Fall ist. Und diese Funktionen des Clients, welchen wir gemacht haben, sind also das ganz normale Versenden von E-Mails, das Empfangen von E-Mails. Und, was bei vielen anderen E-Mail-Clients nicht der Fall ist, ist, dass man E-Mails PGP verschlüsseln kann, ohne großen Aufwand. Nun, die Frage ist immer, was ist PGP? Also PGP ist erstens eine Verschlüsselungsmethode für E-Mails. Und es ist so, dass ein Nachteil, so könnte man es nennen, ist, dass man für jede Person, mit der man kommuniziert, ein Schlüsselpaar braucht. Und das ist ziemlich umständlich immer zu nutzen, da man für jede Person ein Schlüsselpaar benötigt. Und das wollten wir so ein bisschen einfacher gestalten. Genau, und darum haben wir etwas gemacht, was man jetzt normalerweise nicht macht. Wir haben nämlich einfach ein E-Mail-Programm geschrieben, bloß dass es halt noch ein paar zusätzliche Funktionen hat, wie eben erwähnt. Einer der wichtigen Vorteile, der zentralen Vorteil ist, dass das Programm automatisch die Nachrichten verschlüsselt. Als normale Nutzerin oder Nutzer bekommt man davon im Idealfall nichts mit, außer dass da groß so ein Schlosszeichen dran ist für es ist sicher, weil, ja, also man kriegt es einfach nicht mit, anders als bei den bisherigen Lösungen. Und ein weiterer Vorteil ist, dass wenn 2 Leute zum ersten Mal kommunizieren, die beide Kryptoring nutzen, dann tauscht das Programm quasi automatisch als Anhang die Schlüssel aus, und dann ist quasi schon ab der 2. Nachricht die Kommunikation verschlüsselt. Wir versuchen das jetzt zu demonstrieren. Es wird vermutlich schief gehen, aber wir sind hier bei Jugendhackt. Wir haben hier einen Muster-Account schon eingerichtet in das Programm. Da muss man dann das Passwort eingeben. Und wenn ich jetzt das richtige Passwort eingegeben habe, dann sieht man hier ganz viele eingegangene E-Mails. Und da kann man dann auch raufklicken, und dann sieht man, dass die Nachricht hier nicht verschlüsselt ist beispielsweise, aber die hier sollte zum Beispiel verschlüsselt. Nee, es ist. Achso, es ist verkehrt rum. Die hier müsste vielleicht verschlüsselt sein. Nee, egal. Also, ich habe jetzt gerade keine schlüsselige E-Mail, weil wir haben halt nur ein Konto. Die hier. Egal, ich weiß jetzt auch nicht. Also, ist ja auch egal. Und ich kann halt auch Nachrichten hierüber verschicken. Und die werden dann halt automatisch verschlüsselt, und die entsprechenden Schlüsselinformationen werden herangefügt. Ja, und wir haben auch schon eine Webseite, wo dann nachher auch das Programm runterladen sein wird, also über GitHub, aber der Link, und die Webseite heißt praktischerweise kryptoring.de. Wow, vielen Dank. Das wäre ja wirklich ein Gamechanger, weil also Messenger machen es ja und bei E-Mail habe ich es auch irgendwann, also ich will nicht sagen aufgegeben, ich versuche es jedes Jahr wieder, aber PGP, also das ist ja älter als die meisten hier im Raum, das ist vielleicht auch einfach mal eine Sache, die ein deutliches Update braucht. Also vielen, vielen Dank für das Projekt. Das waren alle 10 Projekte hier, also nicht schlecht. Ich würde sagen, ich sage ganz kurz, bleibt noch sitzen. Wir machen jetzt noch ein paar schöne Worte für alle, die uns von zu Hause zuschauen. Und dann gehen wir raus aus dem Stream und dann sagen wir noch geheime Dinge. Und dafür solltet ihr noch sitzen bleiben. Aber erstmal verabschieden wir alle, die dabei waren, oder? Genau. Gut. Wie? Ja, wir hatten jetzt gar nicht mehr zu Ende gesprochen. Nee, also erstmal... Super, dass ihr da wart. Ich hoffe, es hat euch allen Spaß gemacht. Mich hat das total gefreut, die ganzen Projekte hier zu sehen. Ich hoffe, für euch bedeutet das was, auch wenn ihr nach Hause kommt, nochmal drüber nachdenkt. Ob diese Projekte jetzt morgen weitergehen oder ob sie in ihrem Prototypenstatus bleiben, ist vielleicht gar nicht so wichtig, weil ich glaube, alle, die wir hier sind, haben ein tolles Wochenende gehabt und haben auch was gelernt. Und dafür, glaube ich, können wir uns auch nochmal allen gegenseitig einen Applaus geben. Vielen Dank. Okay, ich dachte, ich dürfte am Ende aus der Markierung raus, wie besprochen. Nein, ich bleibe also hier stehen. Das ist alles professionell. Ihr, die ihr zuschaut und alle, die mich hören, alle Projekte findet ihr bald im Internet, auch auf unserer Jugendhackt-Webseite. Wir schneiden also diese Präsentation noch in 10 kleine Teile und laden sie hoch. Ihr findet uns, hat Liv ja schon gesagt, überall bei Social Media und es würde mich freuen, wenn ihr Jugendhackt folgt, um sozusagen auch in Zukunft wieder mitzubekommen, was wir machen. Das ist Jugendhackt Berlin gewesen dieses Jahr. Hier sehen wir uns im Lab wieder oder nächstes Jahr bei Jugendhackt Berlin 2022. Wunderbar, ich glaube, das war es auch von mir. Okay, macht's gut. Tschüss.